Hallo, grüß euch. Willkommen zu einer neuen Runde, ein Set 5 Tage und 25 Ideen. In den nächsten 5 Tagen zeigen ein paar Mädels und ich werde sie alle unten verlinken in der Infobox, Projekte rund um dieses Produktpaket Schöner Kranz von Stampin' Up. Das ist jetzt neu im Mini-Katalog und ist recht vielseitig anwendbar, obwohl es auf den ersten Blick schon sehr herbstlich und weihnachtlich aussieht. Aber wir werden euch sicher des Besseren belehren. Heute wird mein Projekt aber definitiv herbstlich und zwar Halloween, wenn man möchte. Muss natürlich nicht, man kann das Ganze so gestalten, wie es einem gefällt, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt diesmal einfach, weil Halloween-Projekte mache ich eh so wenige und ich habe jetzt einfach die Chance ergriffen und zeige euch das jetzt. Ich werde euch doppelt her zoomen. Und zwar machen wir so eine Bonbon-Schachtel. Die sind recht klein. Okay, ich habe jetzt gar nicht abgemessen. Schauen wir mal. Also, ja, ungefähr 7 cm. Gell? Also, das, was reinpasst, hat ungefähr so 3,5 cm. Und was das ist, sage ich euch. Also, in dem Orangen sind ein paar Zuckerl drinnen. Die habe ich mir aus Italien mitgenommen. Wir waren ja jetzt vor ein paar Tagen in Italien, zwar nur eine Nacht, aber besser als nichts. Das sind so orange Zuckis, sogar der Stiefel, glaube ich, oben. Naja, die schmecken recht lecker und ich habe gedacht, Orange, ich nehme einfach Orange mit, passend für Halloween. Und ich habe dann noch eine Schachtel gemacht, das ist schwarz. Und das habe ich offen gelassen, weil da passt genau dieser Badetapp von Balea rein. Ich zeige euch das jetzt an. Die Idee dazu ist natürlich jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von zwei meiner Teamies. Und zwar die Doris und die Sandra haben da ein bisschen rumgetüftelt. Und ich zeige euch das jetzt. Es schaut nämlich vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus. Also, das war zumindest mein erster Gedanke, aber es ist gar nicht so schwer. Die Doris hat uns diese Anleitung geschickt. Und ich habe das recht cool gefunden und die Sandra hat gedacht, naja, sie tüftelt ein bisschen weiter und hat die Maße so verändert, dass ich genau 4 solche Bonbons aus einem Bogen A4 Karton ausgehen. Und wie das geht, das zeige ich euch heute. Die Skizze und die Maße könnt ihr euch wie immer auf meinem Blog runterladen. Und für die, die so ungern falzen wie ich, gibt es auch noch eine Schneidedatei für den Plotter. Also wenn ihr einen Plotter habt, könnt ihr euch das gerne runterladen. Ich habe es jetzt mal mit dem Plotter geschnitten und gefalzt. Ich hoffe, ihr seht es. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Licht ist. Aber es ist schon cool. Vor allem, wenn man da so ums Eck, ja, also ums Eck, diese X falzt. Das ist schon ein bisschen tricky, für mich zumindest, weil ich einfach so, ja, ungeduldig bin. Aber für euch mache ich das heute per Hand. Und ich habe mir schon mein Papier zugeschnitten, das heißt Farbkarton in Kürbisgelb. Die Maße sind 10,5 cm mal 14,6 cm. Und jetzt müssen wir auch gleich falzen. Dazu nehme ich dieses rosa Papierschneider. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mit der Falzklinge probieren, das zu falzen, mit dem Falzbein. Oder wenn ihr diesen Aufhebhelfer habt, das funktioniert auch super, nur leider finde ich meinen Aufsatz nicht mit dem Falzstift. Deswegen nehme ich einfach den alten vom Simply Scored Falzbrett, wenn ich den finde. Der ist da, genau. Und ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ihr braucht Farbkarton in der Größe 10,5 mal 14,6 und an der langen Seite falzt man das Ganze bei 4,3 cm. Sorry, 3,4 cm. Und das lege ich da einfach rechts mal an. Also bei 3,4. Dann nehme ich die dünne Seite vom Falzstift und gehe da einfach mal drüber. Dann drehe ich das Ganze. Und falls dann bei 6,8. Bei 10,2. Und bei 13,6.
Ich werde euch die Maße unten wieder verlinken, aber wie gesagt, ich stelle euch die ganze Skizze auf den Blog, dann könnt ihr das einfach wieder runterladen und abheften. Also ich mache so wirklich am liebsten. So, und dann an der kurzen Seite müssen wir wieder bei 3,4 cm falzen. Und dann drehe ich das Ganze und im Prinzip könnt ihr da einfach wieder bei 3,4 oder ihr schiebt es weiter zu 7,1. Jetzt schaut das Ganze mal so aus, ja. Und jetzt müssen wir da oben diese X einfalzen, damit man das dann gut drehen kann, damit sich das dann schön, damit das dann schön eingedreht ist und ausschaut wie richtiges Zuckerl. Ich werde das jetzt aber bitte alles im Schnelldurchlauf machen, weil sonst dauert das Video wieder ewig. So, jetzt zeige ich jetzt einmal. Das ist jetzt eigentlich schneller gegangen als gedacht. Ich glaube, mit dem Faltstift funktioniert das wirklich super. Und man macht einfach eine Reihe, dann dreht man es und macht dann die nächste Reihe. Ich glaube, so ist es wirklich am gescheitsten. Also falls ihr nachwerkeln wollt, bitte sagt mir Bescheid, mit was ihr das macht und wie es geklappt hat, okay? So, Schnelldurchlauf geht weiter. So, fertig ist das Ganze, zumindest gefalzt. Und jetzt tun wir mal alles noch streichen mit dem Falzbein. Alle Falzlinien gescheit nachfahren, das ist wichtig. Nachher funktioniert das mit dem Schließen dieser Verpackung einfach um einiges besser. So, die Dreiecke gescheit falzen. Ich weiß nicht, tut ihr für Halloween basteln? Ich mache das ja eigentlich gar nicht so. Gerade so viele Freunde, vielleicht wenn wir gerade um die Zeit irgendein Treffen oder was haben. Für den Kindergarten eventuell, für die Betreuerinnen. Mal schauen, ob ich heuer was mache. Ja, ich finde es cool, weil ich mag ja eigentlich die Farben recht gern. Schwarz, Orange und Lila. Das ist ja so recht cool und ich liebe ja Kürbisse über alles. Und in den USA habe ich total gern dieses Candy Corn gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind da diese... Diese Dreiecke, die sind recht süß. Also das ist Zucker pur natürlich, aber was? Das ist wirklich lecker. Ich mag das total gern. So, jetzt schräge ich mir da noch mit der Schere die Klebelasche ein bisschen ab. Und dann kleben wir das. Also ich nehme da Flüssigkleber und die gibt es einfach daher auf die Klebelasche. So viel ist eh nicht notwendig, aber ich habe diesmal einen vollen Kleber und vielleicht habt ihr gemerkt, er war griffbereit und voll. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. So, und dann lege ich das einfach so zusammen und klebe das Ganze. Kann mit dem Falzbein drüber fahren. Oder, falls ihr gesehen habt, ich habe jetzt so Anpresshilfen, die habe ich auf Instagram gezeigt. Mein Mann hat mir die gewerkelt und zwar aus Stempelblöcken, also aus Holzstempelblöcken. Ich habe leider nie welche montiert und wahrscheinlich habe ich sie auch nur aus Versehen bestellt. Aber eben, ich habe da jetzt ein paar so übrig gehabt und diese Knaufe für Schubladen und Kastel habe ich übrig gehabt und habe mir gedacht, warum nicht? Ein bisschen am Filz drunter und das ist super zum Andrücken für Kleber oder wenn man mit Stamparados arbeitet. Schaut einfach mal auf meinen Instagram-Account vorbei. Da habe ich das nochmal genau gezeigt. So, und jetzt kommt der knifflige Teil. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe die Doris müssen fragen, wie schaffst du das, dass du das einfach so eindrehst? Gell? Also das war wirklich schwer. Und sie hat gesagt, einfach auf alle vier Seiten reindrücken, also das so halten, dass du die Finger auf dem Mittelpunkt von den Kreuzen hast und dann drehen. Ja, fast. Jetzt. Es wird. Also, ich glaube, je mehr man macht, desto einfacher wird es. So, dann probieren wir es da nochmal. Alle vier Seiten festhalten.
und drehen. Ja, geht ja. Es wird. Genau. So, und so hätten wir das Zuckerl jetzt fertig. Aber es fehlt natürlich noch die Banderole und ein bisschen Verzierung. Und das mache ich natürlich mit dem Produktpaket Schöner Kranz, weil sonst wäre das Video heute für die Fisch. So, ich nehme da jetzt wieder das Papier und ich habe die Maße davon, habe ich mir aufgeschrieben, in meinem schlauen Buch. Schaut mal, wie das hübsch ist. Das hat mir auch eine Dame lang gewerkelt, die Karin. Wie man das macht, zeige ich euch morgen oder übermorgen. Mal schauen. So, ich habe mir das aufgeschrieben letztens. Genau, wir brauchen Designerpapier in der Größe 3,3 x 14,5 cm. Und das ist super, weil da gehen sich einige aus als am Bogen. 6 x 6 Inch. Und ich glaube, die Breite stimmt schon. Die Länge muss ich noch schauen. 14,6 haben wir, glaube ich, gesagt. Weil sonst steht so viel über. Schneide aber die Seite weg. Und das mag ich nachher nicht beim Kleben. So, genau, also ich lege mir das jetzt einfach mal so an, dass ich da ein bisschen was überstehen habe. Das ist dann die Klebeseite. Genau, und dann falte ich das mal ein bisschen mit dem Finger vor. Und dann lege ich das einfach schön rum. Und tue die Kanten andrücken. Ich mache das nicht mit dem Papierschneider als erstes, weil das nervt mich wirklich, wenn es nachher zu streng ist. Und wie ihr seht, da oben habe ich eh ein bisschen, hätte ich ein bisschen großzügiger knicken können gleich am Anfang. Dann schneiden wir das jetzt nochmal ab. Wie viel sind das? 3, 4, 5 mm. Schauen wir mal. Ui, ein bisschen laut, sorry. Wackelt voll wahrscheinlich auch. So. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Genau nicht, oder? Oder genau. Schauen wir. So, ich falte das jetzt einfach mit dem Falzbein gescheit nach, weil meine Knicklinien habe ich ja eh. Also eigentlich soll das jetzt gut ums Bonbon rumpassen. So, ein bisschen gerade wäre auch nicht schlecht. Schief ist auch blöd. So, genau. Und ich schaue, ich habe da die Klebeseite, dass ich das einfach auch gleich abdecke da. Dass die Klebeseiten alle auf einer Seite sind, ich weiß nicht, das mache ich einfach am liebsten so. Und ich klebe jetzt eigentlich nur die kleine Klebelasche und da ein bisschen. So viel Kleber braucht man da nicht, das geht eh nicht runter von dem Bonbon. Und so passt das, glaube ich, ganz gut. So, genau, ich mache das so und da noch ein bisschen. Und dann halte das Ganze schon gerade, haben wir gesagt. Genau. So, fertig wär's. Verzieren müssen wir noch. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr genau gesehen habt, welche Standsteile es da gibt bei dem Stempelset. Ich werde euch das einmal ganz kurz da reinholen. Da ist zum Beispiel ein süßer Besen. Den Kürbis und die Fledermaus habe ich jetzt eigentlich verwendet und ich habe sie schon vorgestanzt. Aber das Stempelset braucht man. Und zwar möchte ich das eigentlich gleich machen wie da. Das hat mir recht gut gefallen. Das Danke, eigentlich steht ja im Stempelset Danke für alles, aber das ist mir da für das kleine Packerl da schon ein bisschen zu groß. Deswegen mache ich das einfach. Ja, nur die Hälfte, sagen wir so. Ich habe mir da jetzt dann schon Farbkarton in Grundweiß vorgeschnitten. Und zwar ist es einfach ein Streifen, der ist 1 cm breit. Die Länge ist variabel, wie lang ihr das eben braucht. Ich habe mir das einfach dann mit der Schere gekürzt. So, dann brauchen wir jetzt den Stempel. Und ihr könnt das entweder ja, mit den Stamp-and-Write-Markern machen, dass ihr das so ein bisschen, wie sagt man, separat stempelt. Keine Ahnung. Ich klebe mir das jetzt mal auf den Block. Und entweder nehmt den Stamp-and-Write-Marker und malt euch nur den Bereich an, den ihr wollt.
Aber bei dem Stempel geht es eigentlich ganz gut, dass man das Stempelset nimmt und wirklich nur den Teil inkt, den man braucht. So, es kann sein, dass ihr jetzt ein bisschen meinen Kopf seht, weil ich da genau arbeiten muss. Ja, und dann hat man die I-Punkte dabei, wenn da Ü-Pünktchen dabei sind. Wird schon passen. So, und dann stempelt man das bisschen mittig auf diesen Streifen. Ja, fertig. So schnell kann es klappen. Oder man braucht 10 Versuche, so wie ich vorhin. Aber das macht ja auch nichts. So, Unterlage können wir wegtun. Ich nehme immer ein bisschen Moosgummi gern, wenn ich mit den durchsichtigen Stempel arbeite. Da hat man einfach ein bisschen einen schöneren Abdruck. Genau, so. Mit der Schere. Ja, das passt. Und dann schaue ich. Welches Gesicht möchte ich denn da jetzt nicht so überdecken? Das passt eigentlich gut, glaube ich. Oder wenn wir das da so her tun. Und dann habe ich noch ein Fledermäuschen in Schwarz gestempelt. Und ich finde es recht cool, wenn man die Flügel so ein bisschen abstehen lässt. Schaut süß aus, finde ich. Genau, und das machen wir da her. Und passt, oder? So, dann kürze ich mir da noch einmal ein bisschen mit der Schere. Und ich habe irgendwo schon meine schwarzen Dimensionals, die sind da. Und wie ihr seht, ich habe mir da einfach ein Mini-Stück runtergeschnitten. Von einem Stück die Hälfte, glaube ich. Also von den Mini-Dimensionals die Hälfte. Dann passt sich das. Das passt genau dahin, in die Mitte vom. Ja, fokussiert nicht, gell? Macht nichts. In die Mitte vom Kopf von der Fledermaus. Schmetterling wollte ich sagen. Fledermaus natürlich. So, dann nehmen wir da auch noch ein bisschen Flüsterkleber. Heute war wohl Flüssigkleber. Und dann kleben wir das auf. So, haltet. Genau. Fertig ist das Ganze. Ist doch süß, oder? Also mir gefallen die total gut. Da können wir wieder das Dab reingeben. Und ihr seht eh, wenn das einmal gescheit gefolzen ist oder einmal gescheit eingedreht ist, dann haltet das auch recht gut. Da können wir wieder ein paar Zuckerl reingeben. Kann man das schön aufdrehen. Na? Alles einfacher gesagt als getan. Ihr gebt da jetzt einfach 50 Zuckerl rein. Und dann drehe ich das wieder. Fertig sind wir. Die drei Backerl sind heute entstanden. Meine Sauerstoff ist einfach ein bisschen ignorieren. Ich zoome euch rein, dann ist es ein bisschen einfacher. Genau. Ich finde, die sind recht cool. Wie gesagt, die Anleitung findet ihr auf meinem Blog. Wenn ihr bei meinen Downlines, bei der Doris und bei der Sandra vorbeischauen wollt, würde ich mich total freuen. Ich blende mal da ihre Instagram-Accounts ein, doris.buschnick und Sannys Bastel-Eck. Sie machen sehr coole Sachen. Und bitte hüpft weiter zu meinen Kolleginnen, mit denen ich die Woche mehr oder weniger gemeinsam kreativ bin. Wir sind wie immer 5 Mädels. Deswegen haben wir 5 Tage und 25 Ideen. Und ja, schaut auch bitte morgen wieder vorbei. Es gibt sicher wieder ein neues Video. Und wenn es kein Video gibt, dann zumindest einen Blogbeitrag und einen Instagram-Post mit dem tollen Set Schöner Kranz. So, wenn ihr Produkte bestellen wollt, bitte sagt mir Bescheid. Meine nächste Sammelbestellung geht morgen raus, also am 7. September. Aber wie gesagt, ihr könnt es bei mir ja immer wieder bestellen. Versandkostenfrei zu den Sammelbestellungen zumindest. Und den Rest reden wir uns einfach so aus. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut, und bis bald!